Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, wir wollen ins See stechen und zwar nach Antigua, wenn es mich nicht täuscht. Hier unten soll es ein weiteres Büchlein geben. Also segeln wir dorthin, aber wir werden jetzt da gleich eine Überraschung erleben, denn wir sollen angegriffen werden. Bin ich gespannt. Vor allem soll es ein noch größeres Seeungeheuer sein. Also wahrscheinlich so ein... Ich wollte gerade sagen, oh mein Gott. Aha, das war jetzt nur mal der Hals, glaube ich. Ja, geht schon? Ja. Geht schon, da haben wir es. Gut, dann schauen wir, ob ich es überhaupt treffe. Hat es ihn gehauen? Ja. Vielleicht. Ah, hier. Ja, ich glaube, wir haben es erwischt. WTF? Da ist es. Was war das jetzt bitte? Alter, hat es uns gerade angeschlatzt oder so? Tatsächlich. Alter. Kann ich das zerschießen, diese grüne Kugel? Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite. Hui! Wo ist es denn? Ei, ei, wo sind sie denn? Da? Ich höre es, aber ich kann es nicht sehen. Hä? Ist es hinter uns? Da. Da haben wir Wellengang, Wellen, Wellengang. Schlimmen Wellengang. Habe ich ihn erwischt? Ja, nein, vielleicht. Frage, wo taucht er wieder auf? Da hinten oder nicht so ganz? Ah, da vorne. Alter. Ich habe keinen Schimmer, wie ich das hätte lösen können. Die Frage, ob unser Schiff damit auch richtig Damage kriegt, das wäre nämlich nicht so schön. Bam, 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 bam. Na los, triff mal was. Keine Ahnung, ob ich den jetzt getroffen habe. Ja. Hallo? Ei, wo sind sie denn? Ja, da drüben. Boah. Ja. Das ist wirklich etwas größer, ne? Treffe ich da überhaupt mal was? Na. Aufhalten kann ich das leider nicht. Kann ich hier... Ich kann hier keinen rumsaufen, ne? Ich muss echt aufpassen auf mein Leben, ey. Boah. Schon ein bisschen krass. Kann ich hier steuern? Also wirklich fahren?
Ja? Okay, da kann ich ehrlich gesagt nicht viel machen, ne? Ich kann nicht einfach so wegsegeln, oder? Naja, es geht nur bedingt irgendwie. Da bin ich wirklich zu langsam dafür. Um ganz ehrlich zu sein. Ich kann es hören, aber wo ist es? Oder ich konnte es hören. Da wieder. Oh, balla, 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 balla. Das ist echt doof. Boah, ich glaube, das verliere ich sogar. Zweimal gleich. Okay. Wow. Okay. Jetzt hätte ich es aber schön abballern können. Verflucht. Da hinten. Jawohl. Jawohl. Ein bisschen drehen, mitdrehen. Au. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, das haben wir nicht so schlecht hinbekommen, glaube ich, gerade. Boah, ey. Heui. Ich glaube, zwei Schuss halten wir noch aus, oder drei. Mehr nicht. Da drüben. So, immer schön baller, baller, baller. Immer schön baller, baller, baller. Nochmal, 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 nochmal. Okay. Das war, glaube ich, nicht so schlecht. Schön. Wo? Oh. Ja. Hä? Wo ist er? Ich habe ihn gehört. Ich sehe ihn nur nicht. Hä? Hallo? Gib ihm Saures. Ja, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Hallo? Ah, da. Hä? Nix da. Ich sehe das Viech nicht. Mach es fertig. Ja, wenn ich wissen würde, wo er ist, ne? Drehe mich mal ein Stück. Vielleicht ist er schon irgendwo hinter uns. Gib ihm Saures. Jo. Ich will ja nicht meckern, aber der ist momentan nicht da. Vielleicht irgendwo hinter so einer Insel oder so. Vielleicht muss ich echt mal ein Stück. Ja, würde ich gern. Das ist nicht so einfach. Wenn man nicht weiß, wo der ist. Erledige es. Vielleicht sollte ich mich echt mal ein bisschen bewegen. Keine Ahnung wohin, aber... Da drüben ist er, ne? Gib ihm Saures. Wow. Ich sehe nichts. Da komme ich hin. Aufpassen. Wow. Au! Wow. Wow. Da
Ja, da hinten, ja. Au. Fall das nieder. Jawohl, so muss das ausschauen. Ja, bist du hässlich. Tschüssi. Geht ja. So. Gigantische Bedrohung, sehr gut. Unser armes Schiffchen. Aber aushalten tut es was, mein Lieber. Boah. Siehst du, wie ich schon sagte, es war wieder ein Seeungeheuer. Ja. Ja, und zwar ein ziemlich bösartiges Exemplar. Ich werde weiter Ausschau halten. Wenn mir wieder etwas in der Art auffällt, sage ich dir Bescheid. Vielen Dank. So, da würde ich sagen, speicherungswürdig. Wo ist es denn? Da. Ja. Hui. So, wir sind jetzt hier. Jetzt sollte hier irgendwo... hier. Zack. Zack, zack. Hat was für uns. Okay. Ah, jetzt könnte ich mich porten, ne? Ein schönes Port für mich. Ja, bitte. So, lala. So, lala. Hier lang. Da, 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 da. So, zack, zack. Wie schaut man aus? Guten Tag, der Herr. Ah, die Magier sind schon hier. Du bist nicht nett. Zack, wie schauen wir aus? Ist dir irgendwo ein verdächtiges Buch aufgefallen? Ist dir hier irgendwo ein verdächtiges Buch aufgefallen? Ja. Da die Höllenhunde uns keinen Ärger mehr machen, lass mich mal überlegen. Ja, ich kenne so ein Buch. Und wo hast du es gesehen? Bei mir. Gibst du es mir? Nein. Die Bücher können einen in den Wahnsinn treiben. Schluss mit den Spielchen. Na, na, Wahnsinn treiben. Ja. Die Bücher können einen in den Wahnsinn treiben. Aha. Du solltest es mir wirklich geben. Du solltest es mir wirklich geben. Vergiss es. Schluss mit den Spielchen. Na gut, wenn du schon keine Ruhe gibst, dann kannst du mir auch helfen. Wobei denn? Wobei soll ich dir helfen? Ich habe vor, eine Beschwörung aus dem Buch auszuführen. Das sollst du lieber lassen. Du hast was vor? Nein. Das solltest du lieber lassen. Ja. Ich werde es nicht lassen, also hilfst du mir jetzt oder nicht? Hast du dir mal überlegt, dass wir jedes Tier zähmen können? Wir schaffen es sogar, Affen das Jonglieren beizubringen. Also habe ich mir gedacht, was ist, wenn ich es schaffe, einen Schatten zu dressieren? Das klingt nach der dümmsten Idee, die ich je gehört habe. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Aha. Deswegen will ich dich ja dabei haben, wenn ich eines dieser Biester beschwöre, falls etwas schief geht. Ich helfe dir. Ich helfe dir bei der Beschwörung. Alles klar. Also, es wird so ablaufen. Wir treffen uns heute Nacht genau hier und gehen dann zusammen zu meinem Ritualplatz. Wenn wir da sind, werde ich aus dem Buch vorlesen und einen Schatten beschwören. Und was mache ich? Du wirst dich komplett raushalten, bis ich die Beschwörung beendet habe. Wenn ich es geschafft habe, wird hoffentlich ein Schatten erscheinen. Den kloppen wir dann bewusstlos und dressieren ihn. Das ist dein Plan? Klar. Der Plan ist noch viel dümmer, als ich dachte. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Ah, geh mal. Lass uns zum Ritualplatz aufbrechen. Komm halt Nacht wieder. Ja, ich wollte nur mal testen. Das Ritual funktioniert. Tja, funktioniert nur bei Nacht. Wenn man ständig auf der Flucht ist, kann man keine Prunkbauten erwarten. Ich trinke mal einen Schluck. Ich weiß, es ist nicht nötig, aber ich trink mal. Unsinn. Das ist eine Frage der Einstellung. Das Magierlager ist doch... Ja, ja. Tut's nur da diskutieren, schön brav. Ich suche mir mal ein Bett. Hier sollte es möglich sein, kurz pennen zu gehen. So. Abend oder Nacht? Ich mach mal Nacht. Also Mitternacht, ne? Vielleicht reicht das schon. Da, 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 da. Huch. So, dann gucken wir mal. Der Typ ist noch hier. Dann würde ich sagen, das tun wir nochmal speichern. Mhm. Yep. Und dann schauen wir mal. Hallo. Geht schon? Hoppala.
jetzt. Lass uns zum Ritualplatz aufbrechen. Ja. Alles klar, folge mir. Ja. Da, 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 da. So, ja. Klar, der Ritualplatz ist ein Friedhof. Was sonst? So. So, wir sind da. Ich werde jetzt anfangen. Ja, mach mal. Das kann ich nicht lesen. Klara Fagal, Rafgalalala. Oi. Ravelgarna, Flaraganga. Wer zum Teufel soll das denn lesen können? Oi. Klara Fagal, Ravelgangala. Scheiß drauf. Und zuletzt einen Fußnagel des Feuertitanen in den Mund. Ich. Oh, Scheiße! Oh, Scheiße, das hat funktioniert. Entschuldigung. Huch. Ah, da wird angegriffen. Weißt du denn mit wo? Das gehört sich aber nicht. Ah, herrlich, ehrlich. Muss ich schon sagen. Zers. Und du noch. Ich glaube, er ist tot. Kann das sein? Ah. So. Hallo? Bewusstlos, okay. Er lebt noch. So. Herrlich. Echt. Kann ich dir helfen? Alter, steh auf. Hallo? Du? Jawohl. Ich hasse Kopfschmerzen. Ich dachte schon, das wird nichts mehr. So, alles gut? Ja, hat nicht so ganz geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es hat genauso geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja. Ja, ja, schon gut. Du hattest recht. Vielleicht war der Plan doch nicht so gut. Nein. Hier, nimm das Buch. Das werde ich bestimmt nicht nochmal versuchen. Dankeschön. Ich glaube, wir haben sie alle zusammen. Schauen wir nochmal Questlog. Tada, alles fertig. Sehr, sehr gut. Dann denke ich mal, bevor wir nach Kila aufbrechen, oder? Holen wir uns den neuen Rang, würde ich sagen. Das zahlt sich, glaube ich, aus, ne? Dann fahren wir zurück nach Kalador. Und passt, oder? Zurück zum Schiff. Ja, bitte. Gibt es schon irgendwelche Hiebsbotschaften? Na. Gut, dann würde ich sagen, ich speichere sie jetzt halber nochmal. So, ja, bitte. Und zurück nach Kalador. Tada! Ja, bitte. So. Schauen wir, ob wir angegriffen werden. Nicht. Okay, keine Schifffahrsequenz. Ich dachte, okay. Das ging jetzt so schnell, dass... Ja, okay. Dann nicht. So, hatte ich jetzt Hexenjagd. Seekarte. Irgendwie hat das jetzt nicht wirklich hingehauen, oder? Doch. Egal. Gehen wir zurück zu Eldrick. So. Und geben ihm das. Die Quest, die Bücher, alles. Auf einmal. So. Da, 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 da. Hallo Cyril. Hallo Eldrick. Und zwar. Bin ich verkehrt? Oh. Warte, es war jemand anders. Hoppala, Entschuldigung. Wilson, warst du das, ne? Entschuldige, ich habe mich gerade vertan. Und zwar, hier die Bücher. Hier, das dürften wohl alle Bücher gewesen sein. Ja. Wie hast du das nur geschafft? Unglaublich. Schmeiß sie einfach ins Feuer. Ende der Geschichte. Ja. Das werde ich. Den werde ich kräftig einheizen. Du hast unserer Bruderschaft einen großen Dienst erwiesen. Juhu. Hier, eine kleine Entschädigung für die Strapazen.
Ich bin der Meinung, dass sie dich langsam mal einen Rang aufsteigen lassen könnten. Diese Aufgabe hätte nicht jeder geschafft. Sprich doch mal mit Drake darüber. Okay. Ich danke dir, Drakey. Drakey Boy. Ich möchte... Ich habe gehört, dass du dich sehr verdient gemacht hast für unsere Gilde. Ja. Dass du Wilson bei seiner Aufgabe geholfen hast, ist dir hoch anzurechnen. Ja. Es wird Zeit, dass wir dich in den Rang eines echten Dämonenjägers erheben. Ja, bitte. Sag Wilson, dass ich dich geschickt habe und hol dir bei ihm eine neue Rüstung ab. Juhu. Für die Aufgaben, die noch vor dir liegen, wirst du sie brauchen. Mhm. Dankeschön. Kannst du mir das beibringen? Achso, das waren nur die Kampfmagier-Sachen und so, ne? Ja, genau. Wilson, gibst du mir was Neues? Ich hätte gern bitte eine neue Rüstung. Drake sagt, du sollst mir eine neue Rüstung geben. Ja, bitte. Ja, hat der alte Drake dich wirklich in den Rang eines echten Dämonenjägers aufsteigen lassen? Mhm. Glückwunsch! Hier, nimm diese Rüstung. Ohne sie sind es nichts als leere Worte. Jetzt bist du wirklich ein echter Dämonenjäger. Juhu, dankeschön. Und ich habe mir da meine Glatze, wie herrlich. Dankeschön, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Vielleicht wenn hat, du sie dir leisten kannst. Ich schau ja mal. Vielleicht hat er für uns Rüstungen, ne? Die besser zu einem Dämonenjäger passen. Ja. Schauen Sie. Die ist gar nicht mal so teuer. Dämonenjägerhose. In verschiedenen Ausführungen. Ich glaube, ich werde so ein... Ich werde die da nehmen. Dämonenjägerhose. Gibt es zwei Varianten? Ich glaube, ich nehme die. Und verstärkte Lederstiefel. Ja. Gibt's noch ein Köpfchen für mich? Leichter Helm und Helm. In der Tat, und der wäre auch gut. Den kaufe ich auch mal. Ja, das ist schön. Das gefällt mir. Ich möchte aber noch was verkaufen, glaube ich. Da einmal. Was hätten wir noch? Wurfmesser. Das ist eigentlich nicht so unbedingt meins. Ist egal. Bla 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 bla. Fischilein Fusel rum. Das möchte ich noch behalten. Was haben wir da unten noch Tolles? Ich könnte die Muscheln mal aufmachen. Pokal, Silberbecher, Schatulle. Ja. Das wollte ich noch aufbehalten irgendwie. Knochen sind nichts wert, oder? Ja. Dann können wir die auch mal hergeben. Schön langsam. So. Dann Zähne hätte ich wieder ein paar. Ach, das zahlt sich gar nicht aus. Krallen, Sichel, Tatzen, Leuchtkugeln. Ja, mir raus. So, um einfach die Ausgaben etwas einzudämmen. Jo. Schwanzstachel. Jo, ich würde auch sagen, gehen wir es her, oder? Ist ja wurscht. So. Luchsfell. Können wir auch eigentlich. Da haben wir auch hier schon ein paar gekillt. Okay. Dann Schattenzepter wieder eines. Schattenwaffen habe ich keine. Hatte ich keine. Doch ein paar müsste ich haben, oder? Schattenwaffen, ja. Die kann ich auch noch hergeben. Okay. Würde ich sagen, Handel akzeptieren. Die Firma dankt, weil jetzt kann ich mich endlich mal schöner anziehen hier, ne? Damit ich auch ausschaue wie ein Dämonenjäger. Aber die Glatze steht uns schon ganz gut, glaube ich. So, ausrüsten. Kopfi. Und zwar der Helm. Jo, das ist schon okay. Dann. Körper, Beinchen. Die Jägerhose. Jo, das schaut auch gut aus. Dann ausrüsten die Fusis. Würde ich sagen, ja, ich verliere, glaube ich, zwar ein bisschen was. Aber ich werde trotzdem die nehmen. Schaut einfach stylisch aus. Juhu, Fisch. Fischerkerl. Sehr gut. Achso, das wollte ich noch schauen, ob die Rüstung sich auch wohl angepasst hat. Jägerrüstung, ja. Passt. Speerrüstung, die hier und die Jägerrüstung. Die schaut halt schon schön aus. Nice. Ja. Cool, passt. Das hätten wir. Trinken muss ich was. Ich sauf mal einen Schluck. Sicher, sicher. Durstiges Mehl ist ja leicht.
Und dann würde ich sagen, gehen wir nach... Gehen ist ein bisschen weit, aber wir fahren. Wir segeln nach Kieler. Wusch, 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 wusch. Wusch, wusch. Ja, ich bin stark. Ich bin hübsch und stark. So soll das sein. Jo, das steht uns schon ganz gut. Dann würde ich sagen, das wäre glatt speicherungswürdig. So. Und dann würde ich sagen, wieder zurück zum Schiffelein. Und nach Kieler würde ich jetzt gern segeln. Ja, bitte. Und Steuer in See stechen. Nach Kieler. So, ja. Da haben wir jetzt hier einiges zu tun. 4 oder 5 Quests, glaube ich sogar. Das könnte ein bisschen dauern. So. Dann mal los. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Okay. Dann würde ich sagen, hier auf Kieler. Weißt du was? Wir nehmen mal ihn mit. Das wollte ich eh schon letztes Mal. Du kommst mit. Komm mit. Hauk. Ja. Mal schauen, ob er in seinem besoffenen Zustand was trifft. Vielleicht ist er auch der Erfinder der Drunken Fisk. Hä? Könnte ja sein. Das ist so eine Kampf... So eine asiatische Kampftechnik. Er ist zwar kein Asiate, vielleicht haben sie es ja von ihm gelernt. Wenn du sturzbetrunken bist, dann kannst du kämpfen, ne? Also so. Ja. Ja, ist so. Gut, dann würde ich sagen, wo fangen wir an? Ich habe keine Ahnung. Schatz von Captain Finch. Ich glaube, das war alles drüben. Silberteller. Silberbecher. Das könnte ich mal abgeben. Da brauche ich um das mir keine Sorgen zu machen. Da werde ich mich gleich hinborden. Das geht am flottesten. So. Das bist du normalerweise. Hallo. Und zwar, bitte schön. Ich habe hier etwas Tafelsilber. Ja. Bitte. Danke. Danke. So. Das einmal. Und jetzt fehlen nur mehr die Teller, glaube ich. So. Jo. Dann als nächstes. Kieler. Jo. Reich der Schatten. Kristallportal auf Kieler. Ja, Geisterritual ist auch. Da kann ich gleich mal das aufschlagen. Und zwar die gute Chani öffnet das Tor. Der richtige Ort. Wir brauchen für das Geisterritual, das ist mir jetzt wurscht, den richtigen Ort. Wahrscheinlich ist es eh dann dort dabei, aber ist egal jetzt. Öffne das große Tor. Ich soll jemanden bringen, der es verstehen kann. Das haben wir gemacht, oder? Mit dem alten... Oh, habe ich das vergessen? Mit dem alten Wissen. Ah, das haben wir gemacht, oder? Ich markiere mal kurz, sonst habe ich wieder einen Bock geschossen. Müsste passen, oder? Müsste passen. Haben wir gemacht. Okay, passt schon. Ich glaube, es geht jetzt sowieso alles nur mehr hier in dem Gebiet. Ich glaube, da kann ich mich gleich hinporten. Ich glaube, das schauen wir uns mal an, oder? So, guten Tag. Würde ich sagen, oder? Probieren wir mal. Hallo. Ich habe das alte Wissen gefunden und kenne seinen Sinn. Ich habe das alte Wissen gefunden und kenne seinen Sinn. Ja. Gut. Dann erleuchte mich mit deiner Weisheit. Das alte Wissen dient nicht nur der Erleuchtung. Es ist vielmehr ein großes Machtinstrument und kann die Geschicke der Menschen bestimmen. Das sind wahre Worte, Gucho. Ich sehe, du verstehst die Worte unserer Altvorderen. So sei dir der Zutritt ins verbotene Tal gestattet. Juhu. Warte hier. Ich öffne das Tor. Okay. So viel Zeit haben wir noch. Geh nun. Doch sei vorsichtig. Ei. Viele Gefahren werden auf dich warten. Ei. Jenseits dieses Tores ist vieles nicht, wie es zu sein scheint. Verliere niemals den Blick für das Wesentliche. Dann wirst du deinen Weg meistern. Ei, danke.
Gut, ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Juhu! Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!